Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von Game Dev Tycoon. Letzten Part haben wir, sind wir umgezogen und haben ein paar neue Spiele entwickelt und so. Und trainieren gerade die Menschen, damit sie besser werden. Beziehungsweise mache ich gerade. Damit sie fürs nächste Spiel besser werden. Wieder besten. Aber gleich erstelle ich ein Dungeon-Strategie-Game, würde ich denken. Jetzt ist mal fertig. Gibt es irgendeine Engine erstellen? Das muss jetzt aber sein. Weil das ist alles einfach mega. Meine dritte Engine nennen wir Killzone Help. Begeistert. Ich weiß. Ja, ich muss auch bald ein Spiel für... Ja! Ich muss auch bald ein Spiel dafür... Kannst du bitte aufhören? Jetzt werdet ihr mal bitte schnell fertig. Könnt ihr auch helfen, für die Engine zu erstellen. Ich mache das immer nur, damit sie ihm helfen können. Ich darf jetzt nicht pleite gehen. Ja, die NES wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ist alles okay. Könntet ihr bitte ein bisschen schnell machen? Es wäre wundervoll. Mann, mach doch ein bisschen. Die beiden kommen alleine mit der Engine fertig und sie trinkt auch noch was dabei. KSG wurde vom Markt genommen. Gut. Gut, die Engine ist fertig. Dann werdet ihr mal fertig kurz. Das bist du auch noch fertig. Gut. Dann entstellt Publisher. Ich würde gerne für die neue Konsole ein Game erstellen, wenn es okay ist. Ach, kaufe ich mir einfach neue Spiele entwickeln, Plattform wählen, die neue. Der Super TES. Gut. Thema wählen. Dungeon, sagen wir alle. Mittel. Abenteuer. Ich würde doch sagen Abenteuer, Dungeon, Abenteuer, Dungeon-Strategie. Abenteuer. Spiel-Engine, Killzone-Help. The Legend of the Cellulitis. Abenteuer. 3D-Grafik. Weil 3D-Grafik ist recht gut und so. Gut. So, Story. Für ein Abenteuer-Game sagen wir hoch. Engine so. So. Gut, los, macht weiter bitte. Da steht das Spiel. Es wird nicht länger unterstützt. Jetzt macht bitte schneller. Ich muss die beiden alle mal in den Urlaub schicken. Dialoge machen wir so ein kleines bisschen höher. Level Design, ein kleines bisschen künstliche Intelligenz ist ja für Abenteuer nicht so wichtig. Level Design ist wichtig und Dialoge sagen wir so. Oh nein. So machte ich das. Gut. Das dürfte, glaube ich, hinhauen. Ich glaube, die drei sind ganz schön fertig. Ich glaube, ich lasse die mal bald Urlaub nehmen. Die müssen noch das Spiel entwickeln, dann können sie Urlaub nehmen. So.
Spielwertdesign, Grafik ein bisschen runter, Spielwertdesign auch ein bisschen runter, Sounds höher. So würde ich denken. Weil Sounds finde ich eigentlich recht wichtig für so ein Game. Und? The Legend of the Cellulitis. Nein! Der Bug. Einziger Bug, der hätte nicht reinkommen dürfen. So. In Urlaub schicken. Puh. Hatte irgendwas Besseres auf, aber... So, ich muss jetzt erstmal in Urlaub schicken, weil die schlecht bei der Arbeit sind. So, dann kannst du bitte forschen, Charakterentwicklung, du forsch, nein, auch nicht, sondern du erstellst einen Spielbericht zu nicht so guten Verkauf, Spielhistory. So, das haben wir erstmal... Das hat sich gut verkauft. Auch gut. Bisschen halbwegs. Auch super. Ja. 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 Wirklich so 7 Punkte hatten die meisten. So, die chain jetzt noch ein bisschen und dann kommen sie aus dem Urlaub bitte wieder raus. Puh, es verkauft sich mittelmäßig. Leider. Na okay, ist alles okay. Du kannst noch kurz trainieren. Ja. Okay, neue Themen sind beliebt. Wir sollten darauf achten, dass das Spiel ganz, dass das ganze Team. Ja, ich weiß. So, Forschung, neues Thema, was haben? Kampfsport. Ja. Mach den mal kurz fertig, Kleine. Und dann können wir loslegen mit dem neuen Titel. Weißt du's? Ich mach Minus-Fans. Ah. Schick dich dann mal gleich in den... Nein, die soll erstmal fertig werden. Machst du bitte fertig? Neues Spiel entwickeln. Es war auf mittlerer Grafikstufe. Kampfsport. Superhero Squad. Superhero Squad. Alle. Team wählen Kampfsport. Action. Plattform wählen. Ich würde sagen, ja, das. Der Super Nintendo. Killzone. Weiter, ja. Auch 3D-Grafik. So. Engine, sagen wir so. Gameplay, Story muss runter für ein Action-Game. Ja, ganz Story ganz runter für ein Action-Game. So. Chef, es ist viel zu heiß in unserem Büro und ich, und die Hits. Ja. Puh. Ja, The End of the Cellulitis wurde. Ja. Hat sich halbwegs gut verkauft. Mann! Hätten sie mich doch erstmal ein neues Spiel entwickeln lassen können. Wow, da fliegen die Punkte. Dialoge runter, Leveldesign hoch, künstliche Intelligenz hoch. Bisschen Action-Game. Ah, cool. Es verändert sich ja alles. Ich hab gerade erst gesehen, dass das da ist. Wow. 8 Jahre ist die Firma schon da.
So, Spielwertdesign hoch, Grafik auch hoch, Sound ist auch okay. Ich übernehme seine Aufgabe. Sehr geehrter Krisengipfel, wir haben Ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen an der größten Spielemesse der Welt der Games, auf der auch als G3 bekannt, teilzunehmen. Ja, ich nehme gerne an die G3 teil. Ich hoffe, wir entwickeln da gerade ein gutes Spiel. Weil damit müssen wir es ja auf der G3 präsentieren. Wow. Neuer Rekord. Spiel veröffentlichen. Oh, du machst. Das muss jetzt ein Mega-Erfolg werden. Ja. Es wird. Wow. So, alles perfekt. Und jetzt muss es gut ankommen und gut Geld einbringen. So gut ist es jetzt auch nicht, nur. Ja. So, du kannst Urlaub nehmen, Kleiner. In Urlaub schicken. Ja, 100.000 verkaufte Exemplare sind doch gut zu erforschen. Verbesserte KI. Forschung. Mehr Spielermodus. Sagen wir einen 5.000er Messestand. Und dann du forschst noch nach Tag- und Nachtzyklus. Schade. Neues Spiel. Wow, es gibt viele. Sport. Ja, wenn es sein muss. Und dann du schreibst jetzt eine Spielanalyse dazu. Wow. Hey, kann man noch eine Spielanalyse trainieren? Ja. Du kannst ruhig ein bisschen trainieren. Kannst auch noch trainieren. Okay, mehr kann man nicht mehr machen. Oh, gut. Unser Messestand. Ein paar Leute tauchen auf. Ist gut, würde ich denken. Superhero Squad. Ist recht gut angekommen. Ja, und leider nicht nur die Top 100, aber ganz egal. Da ich jetzt noch kurz geguckt habe, wie lange ich schon aufnehme. Spielbericht. Kampf und Sport Action. Spielweltdesign scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu. Habe ich aber. Ist aber gut. Plattform Game. Genre. Überstimmung Super TES Action gut. Wow. Heute hat Vony seine eigene Konsole namens PlayStation angekündigt. Anscheinend hat das Unternehmen seine Prototypen PlayStation komplett überarbeitet. Nachdem Nintendo das Projekt abgebrochen hat. Ja, ist alles gut. Ja, mach erstmal fertig. Aufträge finden. Ich lass mein Team dafür arbeiten. Gut, wenn ihr jetzt fertig seid, kann ich ja schnell noch einen Auftrag annehmen.
Ja, der ist gut. Ja, ist alles gut. Ich muss nur viel Geld verdienen jetzt noch, indem ich... Ja, ist alles okay. Bitte, mach das so. Gut, ich habe das auch noch geschafft. Neue Spiele entwickeln. Die neue Plattform. Ja. Das wird ein R-Rating-Spiel. Wilder Westen. Action. Killzone Help nennen wir das Spiel. Wild West. Wild West. Armageddon. Armageddon. Haben wir es richtig geschrieben? Ja, immer noch 3D-Grafik, weil irgendwie, was auch immer. So. Engine hoch, also sagen wir so. Story, na, ist noch ein Action-Game. Rollenspiel wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Sagen wir so. Und du machst das. Ich entwickle sehr gerne Spiele für R-Ratings, also. Ah, hallo, ich bin ja von Gamers. Ich habe gehört, dass Krisengipfel gerade an einem neuen Spiel bearbeitet. Akzeptieren. Ich würde denken, ich bin. Ja, push das Spiel. Danke für. Wahrscheinlich wird das dann so ein Mega-Flop. Du machst das. Du machst das. So, Dialoge ist richtig, künstliche Intelligenz weiter hoch, Level Design so, künstliche Intelligenz so. Sagen wir so. Weil Dialoge ist einfach mal so gar nicht richtig wichtig. Spielweltdesign ist richtig hoch. Grafik ein kleines bisschen weiter runter und Sound sagen wir so. Action ist immer recht gut. Kommt immer recht gut an. Bitte erstmal die Bugs entfernen. Bug weg, bitte. Gut. Und wie das Spiel abräumt, sehen wir nächstes Mal wieder. Tschüss.